meine Lieben, willkommen zurück zu Pentiment. Und ja, wir haben uns jetzt die letzte Folge, die ging schon wieder ewig, sollte gar nicht so lange dauern, aber ging halt so. Was soll ich machen? Ist halt echt spannend. Und wir müssen mal gucken, wir möchten jetzt noch mit dem Steinmetz vielleicht reden. Der bei der Allmende arbeitet. Was war jetzt nochmal die Allmende? Auch so ein Ding da. Alte Salzmine, wo ist die Allmende? Abtei, Passing, Wald, Westen, Stadt Allmende. Ah, hier, okay. Also gehen wir quasi zum Schmied. Okay, gut. Jetzt probieren wir es einfach mal, dass wir hier keine Probleme kriegen. In der Uhrzeit her sind wir sechst. Ne, wir wollen mit dem hier drüben Kirche und Druckers, alles gut. Wiese. Druckers Haus. So, da ist jetzt die Stadt Allmende. Und der alte Otto. Hier waren wir aber auch noch nicht, kann das sein? Dass wir hier noch gar nicht waren? Oder? Nur mal kurz gucken. Doch, die Bäckerei, da klar waren wir hier schon. Aber der alte Otto sagt mir jetzt gar nichts. Red noch mal mit dem kurz. Mit dem alten Otto. Gute Mann. So. Andreas, Lust mit mir und Otto Abend zu essen? Das würde ich gerne. Danke. Passt gerade nicht, Otto, aber danke. Hm, wie ihr meint. Ja, ja, jetzt warte mal. Wir sind ja noch nicht fertig. Hallo, Otto. Otto kennen wir natürlich. Habt schon Pläne fürs Mittagessen, Andreas? Wollt ihr vielleicht zu mir und Vater an den Tisch kommen? Nee, ein anderer Mal, Otto, na klar. Kein Problem. Okay, nee, weil wir wollten jetzt nicht mit ihm reden. Wir wollten nicht mit ihm reden, wir wollten jetzt hier rüber. Moment, und zwar wollten wir jetzt hier, die Wut eines Steinmetzes sollte mit Linhard sprechen. Er arbeitet neben seinem Haus nördlich der Allmende. Okay, und was war die Allmende jetzt? Ey, ich bin sowas von manchmal hier. Nördlich der Allmende. Musste das hier sein, oder? Stadtmitte. Ah, das Steinmetz, schaut mal hier. Ah, okay. So, mein lieber Herr Steinmetz, wo seid ihr? Agnes. Guten Tag, Andreas. Braucht ihr etwas? Ah, ich würde gerne mit euch und Linhard essen. Wir haben noch nie eine Mahlzeit geteilt. Es wäre mir eine Freude. Habt ihr jetzt Hunger? Na, wie ein Wolf. Vielen Dank, Agnes. Lass uns essen. Jawohl, genau. Mit ihm reden wir jetzt nämlich. Oh ja. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Und wir beten, dass du die Seelen der beiden Unschuldigen beschützt, die an deiner Seite ruhen. Wir vermissen sie sehr. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 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 Du siehst müde. Also wir kriegen beste Kost. Jetzt mal ernsthaft, wir haben Hühnchen gegessen. Wir haben so einen Brei gegessen. Wir essen jetzt Fisch. Wir haben Kartoffeln gegessen. Wir haben Käse gegessen. Wir haben Brot gegessen. Wir haben alles schon gegessen. Wahnsinn. Du siehst müde aus, Agnes. Hat Else dich wieder wach gehalten? Ach, schon gut. Sie braucht Unterstützung und ich helfe ihr gern. Jemand muss sich ja um die Frauen in dieser Stadt kümmern. Werner schert sich darum herzlich wenig. Okay. Ja, das ist Werner, ist glaube ich von oben von der Mühle, oder? Was ist denn Arzt? Echt? Okay, also das habe ich doch verpasst, dass Werner der Arzt ist, aber gut. Ist Else etwas zugestoßen? Sie hat vor ein paar Wochen ein Kind verloren. Sie war überwältigt vor Freude, als sie erfuhr, dass sie gute Hoffnung war. Aber sie bekam schon bald wieder ihre Blutung. Es war schwierig für sie, aber sie hat das nicht zum ersten Mal erlebt. Sie wird es auch diesmal schaffen. Oh nein, was habe ich jetzt gedrückt?
Verdammt. Ihre Liebe zu Christus und zu ihrem Ehemann ist sehr stark. Sie ist ganz vernarrt in ihn. Obwohl Lenhardt das kaum verdient hat. Okay. Er scheint ziemlich unangenehm zu sein, ja. Nee, warum sagt ihr das? Der Müller ist kein netter Mann. Weder den Bauern noch seiner Frau gegenüber. Gerüchte zu verbreiten gehört sich für einen Christen nicht, Agnes. Das ist doch kein Geheimnis. Der Mann verfügt über große Macht in dieser Stadt. Und er stellt sicher, dass wir es alle wissen. Nehmt es als Warnung, Andreas. Mit dem Müller sollte man es sich nicht verscherzen. Oder was? Der Müller von Tassing hat keine Macht über mich. Vielleicht nicht, aber er hat große Macht über die Gärtners. Oh. Sie haben euch hier zu essen und Obdach gegeben. Ich an eurer Stelle würde sie nicht in Schwierigkeiten bringen wollen. Oh je. Wer sorgt hier für Schwierigkeiten? Das ist doch ganz rein hypothetisch gemeint. Ha, ich habe genug gesagt. Oh oh. Verdammt. Ich bin sicher, dass ihr euch verhalten werdet, wie ihr es für richtig haltet. Jetzt haben wir ihn blockiert. Ich Depp. Nein. Das Beste, was wir für Elte tun können, ist sie so zu behandeln, wie es Christus uns lehrt. Sie ist nicht die einzige in Tassing, die in ihrer Ehe nicht glücklich ist. Sogar meine Brigitta hat ihre Schwierigkeiten. Clara erwähnte, dass Brigitta und Martin Schwierigkeiten hatten. Wir hätten ihrer Heirat niemals zustimmen dürfen. Sie hat etwas Besseres verdient als Martin Bauer. Ja, das schallt schon übel, ja. Sie liebt ihn, Lenhardt. Und irgendwann musste sie doch mal heiraten. Was hätten wir denn tun sollen? Ha. Was? Habe einen Mann gefunden, der nicht völlig nutzlos ist. Zumindest haben wir Wolf herausgeholt. Ich werde dafür sorgen, dass er ordentlich aufwächst. Er wird einmal ein großer Steinmetz werden. Genau wie sein Großvater. Ja, wir essen. Was essen wir? Forelle, Bauernbrot. Fischkrieg. Ah, das ist die Forelle. Dann essen wir erst die Forelle. Ja. Warum erzählst du Andreas nicht von deiner Arbeit in der Abtei? Hattest du dort nicht etwas Seltsames gefunden? Inwiefern seltsam? Ach das. Ich habe gerade eine Mauer in der Krypta repariert. Aha. Die Abtei war einst eine römische Festung. Sie ist nicht mehr die jüngste. Als ich gegen ein Relief der Mutter Maria stoß, öffnete sich eine Tür. Das war wirklich haarsträubend. Das haben wir schon. Haben wir schon entdeckt, aber danke für den Hinweis. Haben wir schon entdeckt. Das habe ich auch entdeckt. Ein faszinierendes architektonisches Detail, so viel ist sicher. Lasst euch nicht täuschen. Diese alte Abtei steckt voller Geheimnisse. Entschuldigung. Wie dem auch sei, ich habe meinen Kopf durch die Luke gesteckt und eine der Nonnen fing an zu schreien. Das hast du mir gar nicht gesagt. Es war mir unangenehm, dass ich sie erschreckt hatte. Na, wir essen Brot, okay? Ihr müsst Schwester Illuminata halb zu Tode erschreckt haben. Ich bezweifle, dass Schwester Stena das etwas ausgemacht hat. Sie hat nicht gerade Angst vor Männern. Oh. Es geht ihnen sicher gut. Wer freut sich nicht über den Überraschungsbesuch eines fremden Mannes von Zeit zu Zeit? Ah, Andreas, ihr seid ein Schuft. Ach, ich hätte wahrscheinlich erst anklopfen sollen. Man weiß nie, was sich hinter einer verschlossenen Tür verbirgt. Wo wir gerade vom Arbeiten sprechen. Ich sollte weitermachen. Nach dem Sturm ist noch jede Menge zu tun. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir mit ihm mehr reden können. Ich dachte, auch beim Essen könnte man das machen, ging aber nicht. Was habe ich denn von Husten plötzlich? Entschuldigung. Gebt gut auf euch Acht, Agnes und Lenhardt. Hab Dank für eure Gastfreundschaft. Okay. Wir sehen uns in der Abtei, nehme ich an. Oh, die None. Jakob ist eingetroffen. Oh, scheiße. Ich muss mich im Kapitelsaal mit dem Erzdiakon treffen. Und wir haben noch nicht die Mordwaffe gefunden. Ah, Leute, können wir es noch ziehen ein bisschen. Hallo, Andreas. Verflucht. Ich würde gerne nochmal mit den Tokos reden, mit Klaus. Komm, Klaus, erzähl mal was. Hallo, Andreas. Oh nein. Mühle. Thomas? Mit euch. Gut, mit euch, Andreas. Okay. Komm, gehen wir halt zur Mühle jetzt, ja. Ich sag euch, ihr müsst es auch durchspielen, das Spiel. Dann müsst ihr mir sagen, wie es euch ergangen ist, okay? Hey, Paul. Hallo nochmal. Hallo, Paul. Schön, dich zu Hause zu sehen. Hm? Wo wohnst du denn? Bist du nicht aus Tassing? Du bist nicht aus Tassing, das wüsste ich. Ich lebe in Nürnberg.
Aber ich wohne für eine Weile bei den Gärtners. Oh, aber ihr seid gar keine Bauern. Ihr seid gar kein Bauer. Wieso wohnt ihr denn bei den Bauern? Sie lassen mich bei ihnen übernachten, solange ich im Skriptorium der Abtei arbeite. Seid ihr ein Mönch? Ich bin Künstler. Also malt ihr Sachen? Das haben wir doch geschrieben, oder? Jetzt haben wir schon geredet. Und wie verdienst du Geld? Sorry, muss jetzt ein Fehler sein. Wir haben genau das Gespräch schon geführt. Also das haben wir alles schon gehabt. Aber ich erinnere mich, glaube ich, noch, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich ihn ermutigt. Ganz seltsam. Also wir haben es alles schon gehabt. Deswegen mache ich es schnell weiter. Ist ja witzig. Kaum kam das nochmal. Verrückt, oder? Gucken wir nochmal bei den römischen Ruinen kurz. Da gibt's nichts. Dann gehen wir auf die Wiese. Also, dass das Gespräch jetzt nochmal so kam, das hätte, glaube ich, nicht passieren sollen. Aber gut. Alles in Ordnung. Na dann, Freunde, gehen wir mal in den Kapitelsaal. Oh, verflucht. Ich bin gespannt. So, Freunde. Oha. Einen guten Tag, Andreas. Herr Doc. Gott segne euch, Andreas. Alle sind sie da. Margarete, Gott segne euch. Gertrude, Gott segne euch, Meister. Auch die Hedi, schaut mal. Hey, Andreas. Veronika. Hallo, Andreas. Ah, großer Garten, Refektorium, Kirche, Dormitorium. Wo war der? Wo war der Kapitelsaal? Ah, da links. Ganz links, natürlich ganz links. Also. Na dann. Ulrich? Okay, Freunde. Oha! Janot. Na dann. Andreas. Vater Gernot? Entschuldigt, ich bin hier auf Wunsch des Erzdiakons. Er kann einen Moment warten. Okay. Meister Maler. Wenn du glaubst, ich wüsste nicht, was du in den letzten Tagen in dieser Abtei getan hast, dann irrst du dich. Ach. Ich weiß, dass du die Witwe Kemperin aufgesucht hast, um den rechtlichen Status ihrer Pacht zu hinterfragen. Oha. Und wenn schon, ihr versucht sie zu täuschen. Ich muss sie nicht täuschen. Ich bin der Abt von Kirsau. Meine Brüder haben mich in dieses heilige Amt gewählt. Man verlieh mir die Macht, dieses Land durch die Lanze des Kaisers zu regieren, dessen eigene Macht von Gott selbst stammt. Verzeih mir also, wenn ich das juristische Gehabe eines gescheiterten Universitätsstudenten nicht respektiere. Verzeiht mir, wenn ich die moralische Autorität eines korrupten Abtes nicht respektiere. Es ist unwichtig, ob er mich respektiert. Euer Handeln ist nicht legal. Was ist denn da? Entschuldigung. Das entscheidest nicht du. Und wenn du dich erneut einmischst, wirst du dafür bezahlen. Nun denn, dank all deiner Einmischung wirst du in Kirsau nicht länger willkommen sein, sobald dein Auftrag beendet ist. Was wollt ihr tun? Mathieu mich hinauswerfen lassen? Na, ich habe ohnehin nicht nochmal vor, diesen Haufen Kuhscheiße nochmal aufzusuchen. Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte Bruder Piero nur helfen. So machen wir das. Es ist zu spät für Entschuldigungen. Deine Einmischung in den Alltag dieser Abtei wird dann enden. Es war nie meine Absicht, mich einzumischen, Vater Abt. Ich überlasse dich nun dem Erzdiakon. Versuche unterdessen keinen Meineid zu leisten. Gott schütze dich.
Andreas Mahler. Aha. Na dann. Ein Wandbild zum Totentanz. Vater Matthias ließ es einige Jahre vor seinem Tod malen. Es ist wunderschön. Jakob, benennt euren Namen für unsere Aufzeichnungen. Oha, ist das der Henker? Andreas Mahler, ein Künstlergeselle aus Nürnberg. Andreas, Sohn von Josef Mahler, Meisterkünstler aus Nürnberg. Andreas Mahler, Künstler seit kurzem aus, Andreas Mahler, Künstler seit kurzem aus Venedig. Wirklich? Was führt euch den weiten Weg nach Oberbayern? Ich kehre nach Nürnberg zurück, um meine Ausbildung abzuschließen und eine Werkstatt zu eröffnen. Meine Wanderjahre sind vorüber. Ja. Ich verstehe. Danke. Arnold, bitte schreibt das auf. Ich glaube, wir können beginnen. Natürlich, euer Hochwürden. Hochwürden. Nun, denn Meistermaler, welche Art war Ihre Beziehung zu Lorenz, dem Baron Rotvogel? Ich kannte ihn erst einen Tag lang, aber wir waren einander freundlich gesinnt. Hattet ihr den Eindruck, euch ein Bild von ihm als Menschen gemacht zu haben? Naja, ich hatte den Eindruck. Ja. Wie würdet ihr ihn beschreiben? Ein anständigen Mann, ein Freund der Künste und des Wissens. Selbstbewusst, überheblich, er war es gewohnt zu bekommen, was er will. Ein Adliger mit all den Vorzügen und Nachteilen, die sein Titel mit sich bringt. Habt ihr ein Problem mit dem Adelmeistermaler? Natürlich nicht, euer Hochwürden. Doch jeder Adlige kann dazu verleitet werden, seine Macht zu missbrauchen. Nein, ein wenig. Nun, ein wenig. Nein, so meinte ich das nicht. Ist das für die Untersuchung von Belang, euer Hochwürden? Nein, so meinte ich das nicht. Gut. Glaubt ihr, dass jemand anders ein Problem mit ihm gehabt haben könnte? Wir würden einige Leute einfallen, euer Hochwürden. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So hätten wir jetzt Nein sagen sollen? Gut, das kann uns helfen, diese Probleme vor uns aus dem Weg zu räumen. Der Baron Rotvogel wurde hier ermordet. In diesem Raum. Jemand ist der Täter. Vater Gernot glaubt, es war einer seiner Mönche, Bruder Piero. Ich habe Bruder Piero getroffen und ihn lange befragt. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass ein Mann von seinem Alter und Gemüt den Baron ermordet hat, wurde er in Flagranti erwischt. Das wurde er allerdings nicht, der Baron war schon tot. Ja. Genau genommen hat er den Corpus Delicti entdeckt, wurde aber nicht in Flagranti erwischt. Genau, Corpus Delicti, den Körper des Verbrechens. Manchmal wirklich, oft im übertragenen Sinne gemeint. Der Beweis, dass eine Straftat erfolgt ist, liegt hiermit vor. Ja. Meister Mahler, genau genommen bin ich nicht an euren Erklärungen zu Latein oder Recht interessiert. Wenn ihr für Bruder Piero sprechen wollt, schlage ich vor, dass ihr euren Mund haltet, bis ich eine Frage stelle. Oha. Piero hatte Grund, dem Baron zu grollen. Der Verlust seiner Arbeit, das Beharren, die Schriften des Störenfrieds aus Wittenberg zu diskutieren. Und was sein Alter und seine Gebrechlichkeit betrifft, so habe ich von vielen Fällen gelesen, in denen ein Mann von geringer Stärke, den Versuchungen des Teufels unterliegt. Wenn er vom teuflischen Fieber übermannt wird, erhält der arme Sünder eine infernalische Kraft. Ja, habe ich auch schon oft gehört. Mit der er den anderen schwere Wunden zufügen kann, manche sogar tödlich. Man kriegt dann auf einmal... Das gibt's wohl. Also ich bin da jetzt nicht der Fachmann, aber ich kann mir das vorstellen, dass es eben gibt, dass man auch dann als schwache Frau oder so erstaunliche Kräfte oder halt als schwache Oma oder schwacher Opa von mir aus, ja, erstaunliche Kräfte nochmal freisetzen kann und danach aber dann eine Erschöpfung, unterliegt. Ich will damit sagen, dass Bruder Piero trotz der seltsamen Umstände der wahrscheinlichste Täter für diese abscheuliche Tat ist. Ich verstehe, dass ihr mit Bruder Piero freundschaftlich verbunden seid. Ihr habt in der Stadt und in der Abtei auch mit dem Baron verkehrt. Habt ihr irgendwas beobachtet, das vermuten lässt, dass jemand anderes als Baron Rotvogel, jemand anderes Baron Rotvogel ermordet haben könnte? Oh Gott. Lenhard Steinauer hat sich mit dem Baron gestritten. Eine der Nonnen, Schwester Mathilda, könnte sich Rache am Baron gewünscht haben.
Eine Witwe aus Tassing, Ottilia Kemperin, hat den Baron gehasst. Der Prior der Abtei, Ferenc, hat sich am Tag der Ankunft des Barons verdächtig verhalten. Er könnte ein Motiv haben. Na, Leute, wir haben nichts hieb- und stichfestes. Für keinen. Ich möchte eigentlich gar nichts sagen jetzt. Die Nonne, haben wir gesagt, die lassen wir außen vor. Ja. Die Nonne, die wurde ja wohl von ihm, und das wollen auch alle nicht aus der Abtei, dass die, dass die eben mit reingezogen wird. Das wollten wir lassen. Und die Witwe Kemperin hat den Baron gehasst. Und das könnte fast noch am ehesten eigentlich sein. Komm. Welchen Grund hatte sie? Der Baron war für den Tod ihres Ehemanns verantwortlich. Inwiefern verantwortlich? Als der Baron vor Jahren in Tassing zu Gast war, stritt er sich mit Rannik Kemper. Die beiden gerieten in einen handfesten Streit. Laut der Witwe soll der Baron den Rannik derart verstroschen haben, dass er sich nie ganz von seinen Verletzungen erholt hat. Hoppla, Entschuldigung. Aber die Witwe Kemperin. Ich finde das jetzt voll mies von uns. Also. Ah. Ja, normalerweise, es dürfte gar nicht so sein. Man muss sich genug Zeit nehmen, um den Fall richtig zu untersuchen, ja. Er ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Ihr Haus ist Teil eines Rechtsstreits. Die Witwe gab dem Baron die Schuld für alles. Und wie soll diese Frau den Baron getötet haben? Er war nicht mehr jung, aber dennoch ein kräftiger Mann, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Selbst ein kräftiger Mann kann durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet werden. Ja, aber womit? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Im Kapitelsaal wurde keine Mordwaffe gefunden. Auch hat niemand eine Waffe gefunden, die die Witwe benutzt haben könnte. Das macht das Ganze schwieriger. Wisst ihr sonst noch etwas über die Witwe? Oh Gott. Ottilia Kemperin ist eine gute Frau, die durch das, was ihrem Mann widerfahren ist, verhärmt ist. Euer Hochwürden. Ich möchte meine Bedenken äußern, die ich zur Pacht der Ottilia Kemperin mit der Abtei habe, ja? Ist das für den Mord am Baron von Belang? Nein. Aber da ihr den Fürstbischof vertretet und der Abt diese Ländereien regiert, hatte ich gehofft, dass ihr mir Gehör schenken würdet. Bitte fasst euch kurz, Meistermaler. Ich muss noch weitere Personen befragen. Der Abt hat Bruder Gui, den Schreiber, einen absichtlich verwirrenden Brief an die Witwe schreiben lassen, in dem er ihr Land zurückfordert. Er beruht auf falschen Tatsachen. Auf welche Art falsch? Sie behaupten, die Pacht war mit dem verstorbenen Ehemann der Witwe ausgehandelt, Rannik Kemper, aber das ist unwahr. Die Pacht hat vor Generationen begonnen, schon mit Ottilias Urgroßvater. Welche Folge hätte dies für die Forderung des Abtes? Hör auf! Euer Hochwürden, ich bin kein Anwalt. Aber die Forderung der Abtei ist mit Sicherheit nicht mit dem Gesetz zu vertreten, oder? Der Abt hat keinen Grund, die Pacht falsch darzustellen, wenn sie nicht zu seinen Ungunsten ausfallen würde, oder? Wenn die bestehende Pacht der Witwe die Aufteilung des Landes in andere Pächte erlaubt, könnte sie ihre Abgaben leisten. Ja. Ja, falls sie das tut. Viele Bauern mit Grundbesitz greifen in schwierigen Zeiten auf dieses Mittel zurück. Nun gut, Meistermaler, ich werde meine eigene Nachforschung anstellen, sobald meine Arbeit hier getan ist. Oh, wir haben ein gutes Wort eingelegt für die... Ach, guck mal. Nun gut, kehren wir wieder zum Kern der Sache zurück. Oh Gott. Ja. Ein Dieb von ihr, Martin. Nein, das haben wir alle gewusst. Die Schwester Mathilda wollen wir raushalten. Den Linnard Steinhauer wollen wir auch raushalten. Was soll er denn? Komm, knallhart. Ey, wir gehen jetzt hardcore. Wir machen jetzt... Das ist auch alles scheißegal. Das ist eine waghalsige Behauptung, Andreas. Der Abt spricht den höchsten Ton vom Prior und er überwacht die eure und Bruder Piros Arbeit, nicht wahr? Ja, aber Prior Ferings Rolle im Skriptorium hat wenig mit seinem Motiv zu tun. Eine solch außergewöhnliche Behauptung erfordert außergewöhnliche Beweise, damit ich sie ernst nehmen kann. Warum sollte ich eher einem Künstler als einem geachteten Mönch dieser Abtei glauben? Ich kann das Motiv des Priors Ferring belegen. Bitte tu das. Oh. Oh. Junge, was sind wir für Asoziale? Am Tag, an dem der Baron gekommen ist, habe ich heimlich Prior Ferring im Skriptorium beobachtet. Ja, ne? Baron Rotvogel und Prior Ferring schrieben einander Briefe, in denen es um die Durchführung eines magischen Rituals während des Besuchs des Barons ging. Oh, knallhart! Habt ihr dafür Beweise? Ja. Ich habe einen Brief, den der Prior an den Baron geschrieben hat. Darin erwähnt der Prior, dass er kein Ritual für den Baron durchführen wird.
Selbst wenn der Baron seine Drohung wahr werden ließe, ihn vor den Inquisitoren aus Innsbruck zu belasten. Eine Anschuldigung der Nekromantie ist eine ernste Angelegenheit. Die Stellung des Priors wäre in Gefahr, möglicherweise sogar sein Leben. Und wie soll Prior Ferring den Baron getötet haben? Ich bete, dass ihr kein magisches Ritual nennt. Ich bin nicht sicher, euer Hochwürden. Na, eine lästige Sache. Gibt es sonst noch etwas zum Prior zu sagen? Am Tag, an dem der Prior gekommen ist, habe ich heimlich Prior Ferring im Skriptorium beobachtet. War dies eine absichtlich verdeckte Beobachtung? Nein, ich habe allein gearbeitet und hatte etwas auf den Boden fallen lassen. Der Prior wusste nicht, dass ich da bin. Sehr gut, fahrt fort. Er hat eine Nachricht, eine geheime Botschaft in ein Buch geschrieben. Sie hing mit einer Volvelle zusammen, die er verwendet hat, um damit etwas zu verschlüsseln. Ja? Was hat er verschlüsselt? Ich bin nicht sicher, aber es war sehr verdächtig. Meister Maler, könntet ihr eure Bemerkungen auf Sachverhalte beschränken, die zu etwas führen? Also habt ihr weitere Beweise, die den Prior belasten? Nein, euer Hochwürden. Nun gut. Wer sonst hätte den Baron tot sehen wollen? Ich kann mir sonst niemanden vorstellen. Wobei es sehr wohl die Mathilda auch sein könnte. Lass mich mal ein Schlückchen trinken. Es könnte sehr wohl die Mathilda sein, wenn sie vergewaltigt wurde und sie wurde auch noch weggesperrt und der Sack läuft frei rum. Ja, ist das für mich ein absolut nachvollziehbares Motiv. Aber die lassen wir raus. Nun gut. Wissen Sie sonst noch etwas, das in diesem Fall Licht ins Dunkel bringen könnte? Hat Bruder Florian euch von der Nachricht erzählt, die er in der Kleidung des Barons gefunden hat? Ja. Bruder Florian hat erklärt, wie er sie gefunden hat und mir gesagt, was drin steht. Meister Adeljäger hat seine Zeugenaussage in unsere Unterlagen eingetragen. Ich verstehe die Implikation nicht. Wer ist die Unschuldige? Das ist mir auch nicht klar, euer Hochwürden. Glaubt ihr, der Mörder hat das geschrieben? Wer das geschrieben hat, ist ein talentierter Schreiber. Soweit ich weiß, gibt es in Kirsau zwei. Den älteren Bruder Eddock und den jüngeren Bruder Gui. Euer Hochwürden, um ehrlich zu sein, keiner der beiden Männer ist erfahren genug, um so zu schreiben. Die Schrift ist besonders. Der Stil ist anders. Sie ähnelt Eddocks und Guis Schrift nicht, auch nicht meiner. Ja nun, was diese Sonderheiten auch sein mögen, sie scheinen ein Mysterium zu bleiben, das nichts mit der Mordtat zu tun hat. Ich finde doch, dass es was damit zu tun hat. Leider gibt es noch etwas zu berichten. Ich habe weitere Nachrichten gefunden. Nachrichten von gleicher Hand auf dem gleichen Pergament. Gerichtet an jene, die ein Motiv hatten, den Baron zu ermorden. Das ist zutiefst verstörend, aber das geht ebenfalls über den Umfang meiner Untersuchung hinaus. Ich danke euch in jedem Fall dafür, dass ihr mich unterrichtet habt. Natürlich, euer Hochwürden. Vielen Dank für eure Zeit, Meistermaler. Jakob, überreden. Wir würden es schaffen. Wäre es vermessen von mir, meine Meinung darüber zu äußern, wer der Mörder ist? Überhaupt nicht. Ihr seid ein gebildeter Mann und ihr habt euch bei dieser Untersuchung angemessen verhalten. Ich behalte mir natürlich das endgültige Urteil vor. Aber wer hat eurer Meinung nach den Baron getötet? Oh Gott! Unter Berücksichtigung aller Beweise. Ich habe einen Brief gefunden. Er macht kein Ritual mehr für den Baron. Er verhielt sich seltsam. Ja. Ich habe nie gesehen, was Ferring in dieses Buch im Skriptorium geschrieben hat. Okay, ich muss die Bedeutung des Chiffres herausfinden. Ich habe Ferring gefragt. Leute, keine Ahnung, gar nichts. Ey, hört zu, ich beschuldige doch jetzt niemanden. Aber ich sage euch eins. Wir können jetzt auch nicht mehr zurück, wir machen es jetzt einfach. Wir beschuldigen jetzt Ferring, okay, und helfen der Ottilia. So machen wir das. Ja. Der Kirche nehmen, dem Volke geben. Okay. Prior Ferring, euer Hochwürden. Ich glaub's nicht.
Aber ich bin eine Vollpfeife. Kennt ihr L.A. Noire? Da habe ich mich auch immer schwer getan. Sein Verhalten an dem Tag der Ankunft des Barons zeigte offen seine innere Unruhe. Nee. Auch andere hatten vielleicht ein Motiv. Aber Prior Ferenc hat am meisten zu verlieren. Ja, ist zur Kenntnis genommen. Ich weiß euren Beitrag zu dieser Untersuchung zu schätzen. Danke für eure Zeit und Offenheit. Sehr gerne, euer Hochwürden. Bis später, Meister Maler. Bis dann, euer Hochwürden. Oh mein Gott, was sind wir? Oh Gott, Kapitel 2. Letzter Tag des... Ah, was? Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte nicht, dass ihr kommen würdet. Oh Gott. Das dachte ich auch nicht. Ich wollte wohl doch sehen, wie alles ausgeht. Es war der Prior der Abtei, ist das zu glauben? Habt ihr je mit ihm in der Abtei gesprochen, Andreas? Ihr habt den Prozess verpasst, Andreas. Der Erzdiakon hat alle Anklagen verlesen und ihn für schuldig erklärt. Ich habe fast jeden Tag mit ihm gearbeitet, Clara. Ich dachte nicht, dass er ein Mörder ist. Ich glaube nicht, dass es Ferenc war. Der Erzdiakon liegt falsch. Ich habe fast jeden Tag mit ihm gearbeitet. Er war besessen von schwarzer Magie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er auffliegt. Sollen wir jetzt hier komplett verlogen sein, oder was? Ja, ich dachte, dass es ein Mörder ist. Ja. Oh, sie wollen, dass man sie für fromm hält, aber sie sind nur hier, um der Stadt langsam das Leben auszusaugen. Um Gottes Willen, beruhige dich, Peter. Ah, da kommt die Prozession. Scheiße. Habe ich etwas verpasst? Nein, alles in Ordnung. Andreas? Otto? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ich war es nicht, Gott weiß es, auch wenn ihr es nicht wisst. Oh, Scheiße. Miserere nobis. Oh Gott. Agnus Dei, Lamm Gottes, dir nimmst die Sünden der Welt. Oh, um Gottes Willen. Rennt wie ein Angsthase, heult wie ein Weib. Oh Gott. Ruhe, Ruhe, jetzt so, Moment. Ich befehle dem Henker, seine Pflicht zu erfüllen. Er hat hier ein Henkersschwert, das ist oben nicht spitz, das ist einfach flach. Wie man schon sehen kann. Ich garantiere ihm Frieden und sicheres Geleit, was immer ihm widerfahren mag. Um Gottes Willen. Mein Gott. Mein Gott. Stillhalten. Nein. Ach, hör auf. Eieieiei. Die machen da keine. Um Gottes Willen, du. Wie können wir jetzt jemals gerade aus den Augen noch gucken? Ich weiß, dies war dein Werk, Andreas. Wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt, dann gebt sie euch selbst. Ihr habt jahrelang die Augen vor seinem Tun verschlossen. Du wagst es? Begreifst du nicht, unter welchem Druck ich stehe, um die Abtei zusammenzuhalten? Heißt das, ihr wollt ignorieren, dass euer Prior schwarze Magie studiert? Oder dass er einen Mann ermordet hat? Du bist nicht länger willkommen in Kirsau, Andreas Maler. Ich werde deine letzte Zahlung an die Gärtner schicken. Ich wünsche dir eine lange und erfolgreiche Karriere in Nürnberg. Und dass dich dein Weg nie wieder hierher führt. Gottes Willen. Drittens, Trennung. Gero, da ist er. Andreas, ist die Zeit gekommen, dass du uns verlässt? Ich fürchte schon, Bruder Piero. Der Abschied muss kurz ausfallen. Vater Gernot hat sehr deutlich gemacht, dass ich in Kirsau nicht mehr willkommen bin. Ich bete, dass die Zeit
das Herz von Vater und Abt erweichen wird. Hoffentlich begreift er eines Tages, dass du mir helfen wolltest. Ein trauriger Abschied, aber er war wohl unvermeidbar. Ich hatte gehofft, du hättest noch etwas länger bleiben können. Aber die Welt braucht dich mehr als Kirsaus tut. Du bist dieser alten Abtei entwachsen und selbst zum Meister geworden. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Und ich dich. Komm, dein Meisterstück ist vollendet. Darf ich jetzt ein letztes Mal bewundern, bevor du gehst? Bitte, ich schätze deine Meinung. Die Meinung eines alten Mönchs zählt wenig. Dennoch bin ich froh, es endlich abgeschlossen zu sehen. Es ist ein Meisterstück. Ganz im Sinne des Wortes. Cecilia, Felicitatis cum septum filiis, Katharine Alexandrine, Illuminate, ein Kalender. Und mir scheint, du hast dir meinen Ratschlag zu Herzen genommen. Welcher Ratschlag war das? Dich selbst in das Werk zu geben. Nicht nur die Arbeit anderer Künstler zu interpretieren, sondern etwas Wahres zu transformieren. Es zeigt die Welt, wie sie ist, wie du sie gesehen hast, auch wenn sie nicht ist, wie wir sie sehen wollen. Es ist nicht an mir, das zu sagen, aber ich bin stolz auf dich, Andreas. Was ist das? Ein Fetzen Pergament? Kehrt nie wieder hierher zurück. Eine Warnung? Eieiei. Wessen Schrift ist das? Sie erinnert mich weder an Bruder Eddock noch an Bruder Gui. Bruder Florian und ich fanden ein ähnliches Pergament in der Kleidung des Barons. Ja. Und ich habe bei meinen Ermittlungen noch weitere Pergamente an andere gefunden. Jemand hat versucht, ihn dazu zu bringen, mitten in der Nacht den Kapitelzahl aufzusuchen. Der Verfasser muss seine Geheimnisse gut genug gekannt haben, um ihn zu provozieren. Diese verborgene Hand zog an den tödlichen Geheimnissen wie an Fäden, die in der Vergangenheit vergraben worden waren. Ein gespenstischer Gedanke. Aber wer würde dergleichen tun? Ich wünschte, ich wüsste es. Gräme dich deshalb nicht zu sehr. Deine Zukunft liegt außerhalb dieser Mauern. Ich hoffe, dass du mich auf deinen Reisen noch ein, zweimal besuchen kommst. Bevor mich der Herr zu sich holt. Ja, wird schwierig. Ich komme so oft ich kann. So Vater Gernot es nicht verbietet. Wir müssen den Glauben wahren, dass uns allen bessere Tage bevorstehen. Gott segne dich, Andreas Mahler. Danke für deine Freundschaft. Bis zum nächsten Mal. Oho! Geht es euch gut, Meister Andreas? Wie? Geht es euch gut, Meister Andreas? Ja, oh Gott. Danke, ich habe mich nur an ihn erinnert. Oder es zumindest versucht. Es fällt mir nicht mehr so leicht. Oh, sollte ich euch lieber allein lassen? Nein, nein, Kaspar, das ist nicht nötig. Es hilft ja alles nichts. Es ist zu spät. Für so viele Dinge. Hui, Andreas Mahler. Ich hätte nie erwartet, dass ihr nochmal hier euer Gesicht zeigt. Habt ihr die letzten 7 Jahre in Nürnberg verbracht? Nein, ein paar in Nürnberg, aber für ein paar war ich auch wegen lukrativer Aufträge auf Reisen. Wähle eine Herkunft, welche die zukünftigen Entscheidungen deines Charakters beeinflusst. Oh. Okay, wo war ich denn? In Spanien? Wir sprechen ein wenig Spanisch und Arabisch. Und wir sind vertraut mit den kulturellen Fundamenten von Barcelona und Valencia oder England.
Andreas spricht ein wenig Englisch und ist vertraut mit den künstlerischen Fundamenten von London. Wir machen mal England. England finde ich gut. Größtenteils war ich in London. Man hat mich gut aufgenommen und ich malte Porträts der Edelleute und wohlhabenden Kaufleute. London, die Hauptstadt Englands und Zentrum neuer religiöser Konflikte zwischen seinem Königreich Heinrich VIII. Und der Kirche. Die Stadt hat während seiner gesamten Regierungszeit unter religiösem und politischem Extremismus gelitten. Hattet ihr Juden unter euren Kunden? Nein, obwohl es Gerüchte über ein Heim für jüdische Konvertiten zum Christentum in der Stadt gab. Warum? Ich hatte von einer Handvoll Ärzte gehört, die nach der Ausweisung eingebürgert worden waren. Ich habe mich gefragt, ob sie nach ihren Ausweisungen aus Portugal und Navarra vielleicht ein neues Zuhause in England gefunden haben. Bin überrascht, dass euch das kümmert. Trotz eurer weiten Reisen und Erfolge seid ihr weiter in Kirsau nicht willkommen. Der Abt hat nicht vergessen, was geschah. So lang sind 7 Jahre nicht. Ich kam auf meiner Rückreise gegen Nürnberg vorbei. Ich dachte, ich steige hier einmal ab. Ich wollte einfach einem alten Freund die letzte Ehre erweisen. Sicher versteht ihr das. Ich verstehe, warum Vater Abt euch aus der Abtei geworfen hat. Was habt ihr erwartet? Einen Triumphzug? Schön. Dann sagt Vater Gernot, dass ich im Gasthaus 1 oder 2 Nächte verweilen und dann weiterreisen werde. Was ist hier mit Gasthaus? Eine Herberge oder Taverne, die normalerweise einer einzigen Familie gehört und von ihr betrieben wird. Die werden meist im ländlichen Gebieten Reisende bedient. Okay. Nee. Ja. In der goldenen Hand? Meinetwegen. Auch wenn es ihn sicher nicht kümmern wird. Warum ist er so unhöflich? Gott segne euch. Und nun fort mit euch. Viertens. Revolution. Oh Mann, Leute. Trieben mit Arbeiten. Oh yes, sir. Wir sind alt geworden. Das war richtig traurig, oder? Der Mönch schien nicht froh zu sein, euch zu sehen, Meister Andreas. Warum ist der Abt denn so gram? Gegen Ende meines Aufenthalts in Tassing wurde in der Abtei Kirsau ein Edelmann ermordet. Vater Gernot beschuldigte in seiner Panik meinen Freund Bruder Piero der Tat. Ich half den ermittelnden Erzdiakon zu überzeugen, dass ein anderer Mönch verantwortlich war, Prior Ferenc. Nee, wir sagen es ihm, komm. Er wurde für das Verbrechen hingerichtet. Wegen euch wurde jemand getötet? Nein, ich sammelte Beweise und legte sie ehrlich vor. Der Erzdiakon war es, der das Urteil fällte. Tja, ihr konntet ja euren Freund nicht dem Tod überlassen. Warum habt ihr das bisher nie erwähnt? Ich schätze, es muss eine schwere Lage gewesen sein, wenn der Abt seinen Groll auf euch noch immer hegt. Ich musste einige schwere Entscheidungen fällen, vielleicht waren sie falsch. Und jetzt muss ich damit leben. Schwer, ja, aber auch aufregend, macht man so. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe, Meister, aber... Ach, egal. Warum sind wir jetzt in Tassing? Ich wollte Bruder Piero die letzte Ehre erweisen. Und ehrlich gesagt sehne ich mich auch nicht nach der Rückkehr nach Nürnberg. Dieser Auftrag ist ein obszönes Denkmal der Eitelkeit unter einem religiösen Feigenblatt. Meine Gönner wollen nur sich und ihren Reichtum feiern. Ich fürchte jeden neuen Auftrag mehr als den vorigen. Jeden neuen Auftrag mehr als den vorigen. Jeder Schritt, den ich in Heimat tue, quält mich. Aber Meister, ihr seid reich und berühmt. Eure Arbeit ist wunderschön. Als ich euer Altarbild in Nürnberg sehen durfte, bettelte ich meinen Vater an, bei euch in die Lehre gehen zu dürfen. Ich verstehe nicht, wie ihr all das erreichen konntet und doch unglücklich sein könnt. Ich weiß, es muss schwer zu glauben sein. Einst war ich dir sehr ähnlich. Alles, was ich erreicht habe, ist meine Arbeit. Sie ließ mich hohl zurück mit nichts sonst. Ich dachte, ich wollte wie mein Vater sein, wie meine Brüder. Ich dachte, das wäre mein Traum. Na komm, das obere. Ja, einst wollte ich dieses Leben so sehr, dass ich jede Minute daran dachte. Ich weiß nicht, ob ich mich veränderte oder ob das, was ich wollte, nie real war. Vielleicht war ich die ganze Zeit ein Narr. Ihr sollt als Künstler ein besseres Leben haben, Kaspar. Lernt aus meinen Fehlern, in Ordnung? Darauf könnt ihr euch also freuen, Kaspar. Ein Leben voller Enttäuschungen. Nein. Ihr sollt als Künstler ein besseres Leben haben.
Ja, in Ordnung, Meister Andreas. Ich sollte dich nicht mit so düsteren Gedanken belasten, Kaspar. Komm, besuchen wir meinen alten Freund Klaus. Das ist viel zu lange her. Klaus Trokom. Oh, guter Mann. Wie ihr wünscht, Meister Andreas. Ja. Klaus besuchen. Und das werden wir das nächste Mal machen, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ja, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke. Verrückt, oder? Du, und da wurde der da, und zwar keine schöne Art und Weise, wie der da, wie soll ich sagen? Gasthaus Goldene Hand. Da müssen wir hin. Aber die Witwe Kemperin müssen wir uns auch angucken. Wenn es sie noch gibt nach 7 Jahren, ja. Also verrückt alles, echt verrückt, aber es macht so Spaß. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.